Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckwars. Ich bin's, euer Christopher. Bei mir ist die Erleuchtung himself, der Herr der Karten. Servus. Seine Heiligkeit, Bartek Patele. Und wir spielen heute im Sinne von Kaltheim, das jetzt released ist und wir haben alle schon mit den Karten gespielt. Jawohl. Spielen wir Commander Decks Elfen gegen Geistherr. Ja, beziehungsweise das Elfen gegen das Foretold Deck, weil das Geist, es ist ja weniger Geist als es ist. Flicker-Vorteil-Mechanik, was whatever. Ja, da spielen wir. Wie der Patrick beim Unboxing gesagt hat, ich habe es nicht gesehen. Ja. So wie immer. Genau. Die Tradition und bleibt. Und wie ich auch gesagt habe, machen wir den Deck Wars jetzt damit. Und wie ich auch gesagt habe, kriegt der Christopher das Weiß-Blaue Deck. Sehr schön. Genau so ist das würdig und recht. Passt. Dann sehen wir uns im ersten Spiel. So, los geht's. Wir haben es schon erwähnt, der Patrick war so nett und hat mich meine zwei Lieblingsfarbkombinationen spielen lassen. Aber also anfangen lasse ich deswegen nicht würfeln. Komm. Ja, geht schon. Ja, ja, bitte. Ja. Hopp. Verdammt. Ja. Snake Eyes. Der Ehre hat und Stolz beginnt. Danke. Darf ich jetzt eine Karte ziehen? Jedes Mal dieselbe Frage. Die leidige Commander-Frage. Darf ich eine Karte ziehen? Ich bin ja der Meinung, bei One-on-One machen wir das nicht. Okay, dann machen wir das. Aber nicht. Du kriegst den gratis mal again. Das ist. Ist der nicht automatisch? Ich bin halt, nein, das ist nur, weil ich nett zu dir bin. Ach so, na dann. Ach du Schande. Okay, ich sag so, ich habe einen Schlumpf und deswegen mache ich einen Gratismaligen. Pfui. No. Gut oder nicht? Ist halt schon sehr verlockend. Ja, kann ich dir nicht helfen? Ich weiß nicht, wie schnell du Elfen kacken kannst hier mit diesem Deck. Ich bin überrascht, ich muss gestehen, ich war überrascht, wie hoch die Kurve für das Elfendeck ist. Ich habe es niedriger erwartet. Und ich werde das jetzt einfach einmal behalten. Ja, wir spielen wahrscheinlich eh mehr als eins, ne? Weil One-on-One geht immer relativ flott. Schauen wir mal. Also ich hebe jetzt keine Karte, nicht? Gut, na warte, du willst eh nicht abhängen. Nein, gell? Ich will das nicht. Das ist mir zu viel Aufwand für zu wenig. Rebach. Ja, danke. Ah, ich habe ein grünes Land, das schaut schon mal viel besser aus. Komm mal, aber ein zweites wäre schon gut. Seriously now? Nix. Ich habe ein Land, schon wieder. Aber das ist nicht korrekt. Nein, das ist wirklich nicht korrekt. Ich kann das nicht. Musst du auf 5 gehen? Na, auf 6, mein Freund. Gut, jetzt kommt der Salzstreuer wieder ins Spiel. Ich werde jetzt diesen imaginären Salzstreuer zum Patrick stellen, damit wir den bei Bedarf umwerfen können. Noch geht's. Ich möchte auf diesen wunderschönen Vogel verweisen, an dieser Stelle. So, dritter Versuch. Während der Bartik mal geht, oh, da gibt es eine Sau. Okay. Ich finde, es ist wichtig, dass die Leute auch die Token sehen, immer wieder. Ich habe es in meinem Unboxing-Video herzeigt. Das ja, keep ich. Aber das habe ich nicht gesehen. Ja, ich weiß ja, dass dir das wurscht ist, was ich so mache. Das ist richtig. Ja. Ich glaube, ich gebe das nach unten. Sehr gut. Ich gebe das getappt und suche mir dann zwei Planes raus. Ich nehme es vorweg. Ja, bist ein Schummelbär. Go. So, bis jetzt nur Island, sonst nix. Warte? Ja, ja. Das ist nichts Vorteilen? Nein, es gibt nichts zum Vorteilen, leider. Go! Aber es gibt dann was zum Dingsen, bitteschön. Zum Dingsen? Ja, zwei Länder raussuchen, nicht? Ja, ja, kannst du immer machen, tu na. Ich werde das jetzt gleich machen, um das etwas schneller zu machen. Ja, ich werde einen Rejuvenator spielen, mir die obersten 5 Karten anschauen und hoffentlich ein Land finden. Ich darf zwei Basic Planes ins Spiel bringen, dadurch, dass ich Mirrored Landscape geopfert habe und wäre jetzt bei 4 Mana. Und the Battlefield tapped. Na, das trifft sich gut, dann kommt ein Dual-Land getappt ins Spiel. Das ist nicht so schlecht. Aber das, was ich alles runtergebe, tut echt weh. Wirklich? Ja. Ist das so? Ja. Ich glaube, eine der besten Karten habe ich gerade unter das Deck gelegt. Go! So. Das war okay. Warte, geht's. Das ist auch gut. 5. Was ist das? Uns beide gerampelt. Ist das sinnvoll? Nein, nicht, was du so machst. Ich mach 4 Vögel. 4 Vögel, aber nur weil der Vögel steht. 4-1-1er Vögel. Ich bin gut zu Vögeln. Ich kommentiere das nicht und spiele einfach weiter. Sehr gut, es sind jeweils 2. Gut, damit der geneigte Zuschauer das sieht und weiß. Das heißt, das ist da.
Blub. Kommt der? Kommt der. Was macht der jetzt bitte? Gar nichts. Also momentan macht er gar nichts. Er hat Menace und wenn ich der Combat Damage mache, kriege ich so meine viele 1-1er Elfen Warrior Tokens, wie ich die Damage gemacht habe. Wenn ich 10 ungetappte Elfen tappe und ihn, verlierst du 10 Leben und ich krieg 10 Leben. Sehr gut. Optimal. Alles, was man sich wünscht, nicht? Ja, ich meine, er ist 2-3. Deine vier Vögel schon ziemlich beeindruckend aus. Krieg sein Leben, oder was? Das ist jetzt aber frech. Hallo? Entschuldigung, ich muss das alles ein bisschen lesen, dass ich da kein Blödsinn mache. Ja, bitte. Das wäre mal zur Abwechslung mal kein Blödsinn. Ich werde mal mit vier Vögeln in der Luft angreifen. Was? Ja, keine Blocks. Und dann werde ich Maldrifter spielen. Oh, das ist aber richtig gut jetzt. Und zieh zwei Karten, nicht? Das ist aber... Hallo? Ist auch ganz okay. Ist 12. Dann geht's weiter. Maldrifter, soll ich gegen diese Karte gewinnen? Ganz normal, würde ich sagen. Gar nicht, okay, ich verstehe. Dann werde ich dich mit dem schlögeln. Ja. Und mach dir zwei Schaden, krieg zwei Elfen, Warrior. Ah, immer wenn der Damage macht, kriegst du. Ja. To a player, great dead, many one, one great. Okay. Top. Dann. Wie viel haben wir denn da? Sechs Mana. Dann spielen wir die Abomination auf Lanova. Der hat Vigilanze und Menace und ist so groß, wie ich Elfen habe im Spiel und im Friedhof. Also ist der recht groß, nicht? Und dann spiele ich noch den Lys Alana Skyblade. Der ist nur 1-1, also eher unbeeindruckend. Dann bist du. Ich hau sie alle raus, die Elfen. Große Elfen raus, Scheißerei. Entschuldigung. Mahlzeit. Ein bisschen verdippt. So, ich will jetzt zum ersten Mal eine Karte spielen. 4, 6, 7. Oh, Tinky Winker sieht ein Problem. Und ich werde mir jetzt 5er Drachen machen. Ich hasse dich. Das könnte ganz schnell vorbei sein. Also das ist da weg. Und da sind die 5er Drachen. So, vorher habe ich Patrick noch gefragt, warum sind da 5er Drachen? Dann geht's weiter. Das ist jetzt weniger geil. Ist nicht so schlecht, oder? 5-5er, das ist 25 Damage. Ja. Mhm, verstehe. Das heißt, was kriegst du da wieder? Wer ist da weg? Muldrifter. Okay, ja, dann kriegst du einen Muldrifter wieder. Ich putschify das. Nein. Guter Topdeck ist gut. Echt, hast du gezogen? Ja, das war mein Topdeck. Schweinerei. Like a boss. Ich zwei Karten. Bitte darum. Das war jetzt wirklich ranzig. Das war der Freund, perfekte, der gute. Weil ich hätte jetzt die Runde gewonnen. Nämlich. Ja, das will ich gar nicht wissen. Greif dich mit den zwei Menace-Kreaturen an. Den werde ich nicht blocken, nicht? Ja, dann kriegst du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schaden. 2. 8 Schaden. Und ich krieg wieder 2 1-1er. So. Und dann bist du. Ist jetzt ein bisschen blöd alles, nicht? Nachdem ich da so wundervolle Drachen hatte. Ja, ja. Nein, nein. Das hätte wirklich ganz schief jetzt ausgehen können. Angriff in der Luft. Ja, zwei Schäden genommst. Du hast mit deinen vier gar nicht angegriffen, bevor du das gemacht hast, gell? Eigentlich. Ja, eigentlich eine blöde Aktion, nicht? Ja, hättest du noch 6 Damage mehr forcen können. Dann spielen wir Cleansing Nova und hauen alles zusammen. Wirklich jetzt? Ja. Ich hab, du hast ein einziges Mass Removal. Ich habe gedacht, wenn das Mass Removal... Ich habe es nämlich auch jetzt gezogen. Ich hasse dich. Ja. Wenn er so, machen, du kannst das wegräumen. Räum's lieber weg. Na, 6. Na, geht dir nix. Dann kommt diese Dame. Ja, okay. Ich suche mal zwei Länder raus. Jo. Das war jetzt gut, weil sonst hätte ich verloren jetzt. Nein, ja, du hättest verloren. Hundertprozentig nämlich. Die kommen getappt ins Spiel, falls es jemand wissen will, aber da ich gleich enttappe, schlecht drüber. So soll es geschehen. Soll ich jetzt wirklich angreifen können? Ich hätte noch 6 Damage hätte ich noch forcen können. 28 wird schon besser ausschauen. Aber schauen wir halt, was jetzt passiert. Ich habe halt schon multiple Karten gezogen mit Maldrifter, was nicht so schlecht ist. Kommt die Dame wieder zurück? Ist also eine Dame, ja. Jo. La Drü. Ja, kommt wieder zurück. Dann bist du. Das ist schön. Ich werde mal einen Chef holen. Mhm. Guten Tag. Grüße.
Die erste Karte, die ich vorteile, kostet 0 zum Jawohl, Vorteilen. Ist ziemlich gut. Und wenn ich eine Karte Exile von meiner Hand oder Permanence vom Battlefield, mache ich ein 1-1 White Spirit Creature Token with Flying. Ist das auch ist ziemlich auch gut. okay. Ja. Gibt es noch etwas zu tun? Weiter geht's. Diese Menage ist halt schon ein bisschen ein Problem. Warum das die zwei Kreaturen? Ja. Aber ich kann dich nicht totblocken, weißt du? Das kannst du so und so nicht. Weil das ist 2-3 und das ist 0-3. Richtig. Das ist so nicht ist das. beeindruckend. Oh, das ist alles Schaß. Zumindest kann ich blocken mit Das beiden, sind halt nicht? die zwei schlechtesten Karten der Board-Situation gerade. Ja, ich werde dich trotzdem attackieren. Sollst halt blocken. Wenn du glaubst. Hat eh kein Destage, oder? Nein, aber ich, gleich habe ich einen Bump-Effekt. Ja, Doppelblock. Ja, passt. Dann bist du. End of turn. Sollte vielleicht nicht vor in die Kamera sagen, das sind die schlechtesten Karten der jetzigen Situation. Ziehe ich eine Karte, dann exile ich eine Karte von meiner Hand. Wenn es eine Kreatur ist, kriege ich einen Token von dem. Ja. Ja? Also ich ziehe eine. Und dann exile ich eine Karte von meiner Hand. Ja, das muss ich ja sehen. Ja. Sam Plains. Okay. Und der sagt, ich kriege einen 1-1er, nicht? Ja. Ein Spirito. Ja. Wo ist Spirito? Guten Tag. Dass man das nicht falsch spielen darf. Aber ich glaube, so ist das. So liest sich zumindest für mich. Freund der Sonne. Ja, alles gut. Alles voll korrekt. Ungut, aber korrekt. Jo. Oh, schau an. Solherda. Na, auch nicht klar. Servus. Solherda. Dann jetzt möglich. Die Glancing Nova war halt Neckbreeding. Neckbeading. Dein One-Off. Ich war nicht zum Brei. Drei. Jo. Bitte. Das ist eh alles in der Luft. 2, 4, 6. Das könnte ich machen, das kann ich machen. Ich mache nichts, weiter geht's. Ho. Ho. Ho, ho, ho. Ich habe was gezogen, was nicht komplett Humbug ist. Wirklich? Mhm. Ich bin erfreut. Glaube ich aufs Wort. Was ist das? Cannabis Tactician. Der ist sogar aus dem... Cannabis Tactician. Ist voll high as a kite. Aha, ist gut. Dann würde ich gerne in meinen Combat Step übergehen. Ja, angreifen kannst, kein Problem. Ich möchte zuallererst diese Dame aktivieren. Na, hör auf. Zieh eine Karte. Ja. Exile ein Plains. Ja. Dann kommt ein Spirito. Ja. Dann kriegt MC Solherder einen +1/+1 Marker. Ja. Nein, entschuldige, Creatures Exiled from the Battlefield. Okay, dann nicht. Ja. Dann müssen wir wohl oder übel... Das ärgert mich jetzt zwar ein bisschen. Die ist jetzt 3-4, nicht? Korrekt. Das ist gut. Damit kannst du gerne versuchen, einen Doppelblock durchzuführen. 3-4. Nimm sie einen Mann. Second Lulu. Na, nichts Schierches machen. Ghostly Flicker. Wirklich? Was macht das? Was vom Battlefield Exile wieder returnen. To target artifact. Creatures and or lands you control. Okay. Wir haben den. Ja. Und das Land. Ja. Dann kommen die wieder zurück. Ja. Dann kriegt der Solherder einen Counter. Und dann kriege ich Spirito. Hm? Ja. So, habe ich noch was Gutes? Creatures vom Battlefield. Dann kann ich das doppelblocken. Das hat kein Trample, nicht? Nope. Doppelblock. Ja, ist beide tot. So ist es. Ist ein bisschen kompliziert, das Deck, nicht? Ich weiß zwar nicht. Ja, okay.
Ja, ich bin irritiert von deinen Moves, aber du wirst wissen, was du tust. Ja, ich bin auch ein bisschen irritiert, ich bin vom ganzen Deck irritiert. Zu viele Möglichkeiten, nicht? Ja. Okay, go. Ich frag dich, nein, ich frag dich nicht. Frag mich. Warum hast du nicht diese beiden exiled, dann hättest du zwei Token gekriegt und der hat zwei Marken bekommen. Also, Weil, weil er dann nicht mehr triggert, weil er im genau Spiel ist. richtig. Genau, Okay, genau, und ihn genau, kannst du genau. nicht exilen, weil dann kommt Genau, da kein Ding genau, und der genau, Spirit genau, ist dann genau, weg. genau, Okay, ja, genau. passt. So ist Du das. hattest recht. Aber gut, dass ich gefragt habe, schon. So lernt man was. Vier. Dann kostet mich der erste Spell zum Vorteil 0. Ja, leider. Vorteilen, gell? Du Zum musst. F Ja. Vorteil, der ist da vorgeteilt. Okay. Kostet nichts. Ja, das daher ist Vorteilen passt. Ich kann auch da vorteilen. Mir ist wurscht. Ja, nein. Hab ich einen Vorteil, Ich Vorteil? gebe ihn da halt her. Gibt es einen Vorteil, Vorteil? Nein, gibt's nicht. Ja, Warum? aber es haben sie nicht dabei gehabt. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, ist dein erster vorgeteilter Spell, so. Sehr Komm. gut, sehr gut. Er bedroht, weil Vorteil, so. Dann spiele ich diese Dame. Die ist leider auch gut. Die ist ziemlich gut, ja. Der kann. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Und dann kann ich eine Karte von meiner Hand exilen. Ja, zum Vorteilen machen, ja. Genau, also ich ziehe mal eine. Ja, bitte. Oha. Und das kostet dann zwei mehr, nicht? Was denn zwei weniger? Ja, eh. Ja, also das Vorteil. Das Vorteilen. Deine Karte, deine Excel-Karte von mir Hand face down. Du kannst Vorteil. Ja, jetzt kannst du wieder gratis vorteilen, Genau. sozusagen. Dann ist das Das ist die zweite, damit wissen wir, das versumpft. Ge ist die, die zwei weniger kostet, wenn du das ausspielst. Sehr gut. Ja, so ist das kompliziert. Muss noch zu wenig Schaden. Aha. Der triggert wieder, haben wir vergessen, bitte. Einmal, zweimal. Weil du zwei Karten Weil ich exiled zwei hast, Karten ja. gewechselt Korrekt. habe. So. Es werden immer mehr. So, jetzt waren vier Vierer und drei Spiriten. Das heißt, der Kollege kann einmal gemütlich angreifen gehen, nicht? Jo. Dann geht's weiter. Würde ich mir gerne End of Turn 2 1 1 machen. Was konnte der eigentlich? Was habe ich da eigentlich gespielt? Aha. Das ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt kommt noch Spiele was ich den? Arges. So, ich meine, Basic Land und du bringst getappt ins Spiel, oder? Jupp. Das ist gut. Das ist billig und recht. Das ist würdig und recht. Das ist eher billig, was ich dafür. Ja, du bist zumindest nicht überfordert wie ich. Ja, ohne Wrath wäre das Spiel schon lang vorbei. Ich Das meine, stimmt. hättest du ein bisschen mitgeholfen. Ja, hättest du einfach meine Drachen liegen lassen, dann wäre alles gut gewesen. Das stimmt auch. Wäre Okay. es auch vorbei gewesen. Das stimmt. Wobei weiß ich gar nicht. Du hast mir 25 Damage gemacht. Jetzt mich in dem einen Angriff hättest du mich nicht killen können. Und dann machen wir noch 5-1-1er. Okidoki. Dann bist du. Jetzt zahlt sich's dann aus. Was ist das? Noch ein Raff oder was? Nein, nein, die Vorteilkarte zahlt sich jetzt dann aus. So. Wenn du jetzt nochmal mein Board wegmachst, bin ich wirklich Ja, gestorben. es ist so. Das ist die erste Vorteilkarte. Return each creature your opponents control with toughness Na. X or less to its owner's hand, where X is the number of islands you control. 1, 2, 3, 4. Geht sich genau aus. 4. 4 bei dir. So. Ja, okay, dann bin ich gestorben. Wahrscheinlich. Zwei Wraths. Vor allem, weißt du, du machst Wrath und ich habe die zwei Karten auf der Hand und keine Kreatur im Spiel, die dann einfach 0-1-1er machen. Jetzt werde ich einmal angreifen. So, 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 so und der auch. Jetzt triggert die einmal. Ich darf eine Karte ziehen. Was ist das, Alter? Dann darf ich eine Karte fortholden. Jo. Nicht für 0.
Jo. Zack. Und dann triggert der, dann kommt dein Spirit. Ich würde sagen, okay, wir haben drei, die angreifen können und wir haben einen jetzt, der nicht angreifen kann. Machen wir das so? Ja. Dann würde ich gerne so angreifen, bitte. Ja, es sind 11 Schaden. Hast du? Oder soll ich? Noch. Salzstreuer? Na, alles gut. Weiter geht's. Weißt, ich habe mir die Decks hier angeschaut, ich weiß ja, was dein Deck kann. Und das, was du gerade machst, ist der optimale Zustand. Nicht so schlecht, oder? Ja, hast du perfekt gespielt. Super. Wie viele Wrath hast du im Board, im Deck? Null. Ich bin grün-schwarz. Also was willst du? Hat schwarz gar nicht irgendwie was? Nicht in dem Deck. Na gut, du spielst viele Viecher wahrscheinlich. Also ich habe so einen Semi-Wrath, aber der würde bei deinem Board gerade, naja, sehr wenig wegmachen. Sagen wir es mal so. Kann ich das alles ausspielen? Nein, nicht mal das geht. Bin ich nächsten Angriff tot? Nein, 11, 12, nein, bin ich nicht, passt. Dann spielen wir den. Also, ich habe letzten, den kann ich als einzigen nicht spielen. Weil mir fehlt Mana dann. Ich kann nur zwei Kreaturen spielen, nicht drei. Oh, zum Kotzen. Ja, spielen wir den. Hallo. Spielen wir. Oder soll ich vielleicht doch den spielen? Dann, wie ist denn das? Darf ich dir deine Entscheidung abnehmen? Ich habe einen Boom-Spell auf der Hand. Bin ich denn tot oder was? Yes. Plus 2, plus 1 auf alle Kreaturen. Ja, passt. Ich zeige ihn dir, ja, weil ich ein korrekter Magic-Spieler bin. Passt, dann zweite Runde. Ich spiele meine zweite Runde. Na fix, ja. Er spielt der One-One immer mindestens zwei Games. Schau, ich habe diesen lustigen Meteor-Golem und das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, ist nie so schlecht. Okay, wenn du jetzt nicht beide Rough-Effekte hast, die dein Deck hergibt, unter Anführungszeichen, dann habe ich vielleicht eine Chance. Ja, das war ganz gut. Ja. Also es war schon gut, dass ich dieses Drachending legen konnte. Ja. Das war halt wirklich okay, mit 5 Viechern. Ja. Aber das, was halt mit einem Spell. Also nicht nein, nein. Aber das, was mit einem Spell beantwortet, ist halt doch ein wenig traurig gleich wieder. Ja, natürlich. Aber weißt du, ich glaube, das Deck meint. Das Putrefy ist das einzige Out, was ich habe gegen das. Nein, stimmt nicht. Ich habe noch einen Reclamation Sage, den ich topdecken könnte sofort. Also schon zwei. Aber ja. Gar nicht so schlecht. Das Deck. Kann man. Nicht. Ah, das ist ein Brago auch. Ja. Das ist auch ein cooles Deck. Gold Knight Commander. Mit jetzt hier eine Story für unsere geneigten Zuseher aus dem Krieg. Ich hatte ein Human Combo Deck gespielt auf ein Grand Prix mit Gold Knight Commander und habe. Das war das Human Combo, wo du immer mit Fiend Hunter Sack Engine spielst. Erinnerst du dich? Nicht? Ja, oh ja, wo du halt alles exerst. Ja, und dass dann Gold Knight und ich bei einer der wenigen Leute die Gold Knight Commander gespielt haben und deswegen habe ich die Mirror Matches immer gewonnen in diesem Deck. War schön. I failed the Shuffle Test. Ich sag, beste Zeit, um Magic zu spielen, Instant Return to Ravnica. Ah, oh, coole Zeit. War schön. Aber ich glaube, das ist einfach die Zeit, wo man viel gespielt hat und wirklich viel Spaß hat. Also für mich ist noch immer eine der besten Erinnerungen, Mirror den Champions of Kamigawa Block, diese Zeit, wo das Standard war, die beiden. Habe ich so coole Decks gespielt, ich habe auch so viel gespielt, es war echt eine lustige Zeit. Nein, es gab ein paar Dinge, es war auch Shadows over Innistrad, Kaladesh und sowas, hat mir sehr gut gefallen. Ah, das war auch cool. Aber da habe ich bei Gott nicht so viel gespielt. Mein Timespell Block zum Beispiel habe ich auch urviel gespielt, aber ja, also Zendik, also Muradin Block, Champions of Kamigawa Block. Aber das, man erinnert sich halt auch dran, weil es damals Grand Prix gegeben hat und fette Turniere. Ja, aber bei damals, na gut, damals bin ich noch gar keine Grand Prix gefahren mit dem. Na, war da nicht Grand Prix Wien auch damals? Den habe ich nicht gespielt, weil ich habe alle, ich habe die ersten zwei Grand Prix Wiens, die waren, also vier Grand Prix Wiens waren, seit ich Magic spiele. Du willst ja nicht abheben, gell? Nein. Und davon habe ich genau zwei gespielt und zwei nicht, weil die anderen zwei konnte ich nicht, weil ich immer was zu tun hatte. Einmal war ich arbeiten, einmal war ich an der Hochzeit. Mhm. Die ersten beiden. Schade. Ich werde anfangen. Die Hochzeit gespritzt. Ja, das ist außer ist mein eigener. Aus dem war die Hochzeit war schön. Oh, ich werde es auf die Schnauze kriegen, habe ich Kips. Moment. Achso, das waren schon 7 Karten, nicht? Ich habe eine Hand, die nichts macht bis Turn 4. Und aber ich habe aber keine 4 Länder. Ah, das wird großartig. Das wird schnell vorbei. Ja, ich nehme mal again. Also ich hätte diese klassische Soul Ring Hand. Das ja, aber leider nur 7, 7, 5. Du kannst was ausspielen. Ich kann das mit einer Hand nichts ausspielen. Das ist ein 3 Mana 1 1. Du bist echt, du nimmst ein Power-Malige. Ja, sicher. So spielen wir das.
sicher. Aber dann nehme ich auch ein paar Amalige. Ich spiele mit Matthias und mit dir Commander. Ich hab's mich dazu gebracht, so zu spielen. Ein paar Amalige. Meine Hand hat zwei Forests und keinen Spell unter drei Mana. Also nein. Ja, und das wäre ein Removal, das doppelt schwarz kostet. Sonst habe ich nur vier Mana. Okay, die Hand hätte ich so oder so geschoben. Nein, warum? Stehe ich doch drüber, ist doch wurscht. Ist doch alles nur für die Gaudi. Obwohl die Decks, also wenn man das Revue passieren lässt, wir haben ja schon viele Decks gespielt, die Decks werden immer wirklich sinnvoller mittlerweile. Ja. Sie werden jetzt nicht super stark, aber sie werden einfach sinnvoller zum Spielen. Ja, du willst wieder nicht abheben, oder? Nein, noch immer nicht. Willst du? Ja, natürlich. Ach, du immer. Nein, weißt du was, so. Also ich hätte diesen auch spielen können, ne? Vielleicht war die Hand vielleicht nicht so schlecht. Die Hand war gut, ich hätte es kippt. Oh, die Hand ist aber besser, die kippe ich jetzt wirklich. Ja, dafür muss ich die weggeben. Jetzt hast du den mal auf 6. Ja, na, ich hab mit blauen Land hätte ich es genommen, aber ich habe drei blaue Spells. Auch ein Zweierdrop, aber leider kein blaues Land. Das ist das Einzige, was man irgendwie bekritteln könnte. Sie könnten halt schon noch irgendwo ein Glacial Fortress oder sowas reinzwängen. In deinem Deck sind 7 Dualländer drin. Mhm. Halt alle Cards in der Play, bla, also jetzt kein gutes. Aber halt laut, du hast 7 Zwei-Mana-Länder. Das finde ich schon sehr okay. 7. Ja, da werden wir wohl das weggeben. Go. Oh, da hat der Herr eine gute drauf. Hand. Das schaut er mit dir an. Bitteschön. So, und jetzt werde ich so auf die Schnauze gehen, ich weiß es jetzt schon. Wieso, was ist das? Ich schaue jetzt die obersten 5 Karten an und werde wahrscheinlich kein Land hitten. Aber ihr habt schon Land gehittet. Du hast schon mehr als ich. Nicht einmal ein schlechtes, oder? Kriegst nicht sogar ein Leben? Ich krieg sogar ein Leben, ja. Optimal. Ich habe dafür einen Lord und mein Mass Removal und das runtergemischt. Voll gut. Bitteschön. Kann das. Bin ein Trottel. Der Beat ist on. Ja. Und der kommt ins Spiel. Go. Mhm. Schaut schon nicht so schlecht aus, ha? Ja, also Elvish Mythic ist natürlich schon der viel besser als alles andere. Verdoult. Ja. Verdoult. Weiter. Ja, das ist jetzt blöd. Wenn dieses Teil eskaliert, ist nämlich sehr schwer zurückzukommen, meines Erachtens. Ja, ich meine, weißt du, lauter 1-1er sind jetzt auch nur lauter 1-1er. Ja, aber viele 1-1er machen auch. Du kannst ja auch 1-1er produzieren en masse, wenn du möchtest. Machen wir das halt mal so. Na schön. Zürich Sylvan Messenger. Was macht der bitte? Ich will die obersten 4 Karten und alle Elfen kommen aus meiner Hand. Und ich habe einen Elfen, urgut. Ja, aber der macht Form of the Dragon kaputt. Das stimmt, wenn du das hast, ist es ganz gut. Nein, ich habe es im Maligen runterlegen müssen. Ich habe es auf jeder Starthand gehabt. Wie? Nice. So, dann werde ich den nicht ausspielen, sondern werde ich einfach, also mit dem nicht, werde ich einfach mit 4 Schlögeln und 2 Elfen produzieren. Mhm. 2 nur, nicht schummeln. So geschehe es. Bitteschön. So. Jetzt kommt Storage Farmer. Storage Farmer, ja. Der sagt, wenn ich weniger Länder kontrolliere, kann was ich einfach Plains. Ja. Und dann kann ich Gedappt ins Spiel bringen. Bitte tue das. Storage Farmer. Ist gerammt schon, voll gerammt. Gute Bratte. Dann schaut es leider Krähe aus. Aus? Mhm. Ist aber nicht viel. Nein, es fühlt sich auch nicht viel an. Bitteschön. Aber schau dir, der 3 ist größer als alle meine Kreaturen, außer dem Menace-Typ, ja. Ups. Das ist auch Storage Farmer. Schau, wie die da versteckt da hinten. Dass ich sie habe halt keinen Platz gehabt. Geh, hör auf zu sudern. Na. Na, ist ja alles okay. Ich werde mal mit dem hauen. Mhm. Für 2. Werde ich wahrscheinlich 2 nehmen, nicht? Passt. Dann stehen noch 2 Schlümpfe. Sind richtige Schlümpfe. Cultivate of Blades und bringen mit Marken ins Spiel. Was macht der jetzt wieder? Wenn er angreift,
gegen alle anderen angreifenden Kreaturen plus x plus x, sodass er gleich seine Power ist. Das ist nicht gut. Das ist super gut, finde ich. Ich befürchte, ich komme da nicht hin. Ich werde jetzt mal verschwinden lassen. Nein! Ich kann sonst leider nichts so, machen. Ja, aber das, so komme ich ja wieder gegen den 3-3 in der Tour. Sie, zum Erbrechen. Wobei, ich meine, du weißt, ich habe Reclamation Siege. Warte. Ja, was soll ich machen? Ich muss halt irgendwas machen. Aber okay. Du kannst dann wenigstens nicht sofort kein Fabricaten. Warum? When this creature enters the battlefield, entert wieder das Battlefield, da kommt er aus dem Exile zurück. Musst nicht kotzen, das ist unappetitlich. Was ist das für ein dummes Wording? Das ist ein korrektes Wording, wolltest du sagen. Das ist richtig ranzig. So, dann spielen wir mal Masked Admirers und ziehen eine Karte. Na toll. Das schaut irgendwie nach Massaker aus. Wo ist Cleansing Nova, gute Freunde? Ja, du hast nur eine, come on. Nicht wieder spülen. Nicht, ja, ja. Kannst du, Gott sei Dank keine Shuffle-Effekt, damit du dir nach oben schaffelst. Shuffle, vielleicht liegt es schon oben. Ja, vielleicht liegt es schon oben. Das wäre ich schier genug. Will ich das wirklich kaputt machen? Wahrscheinlich nicht wirklich. Habe ich sonst noch irgendwas, was angreifen kann? Nein, die sind alle kleine Schlümpfe. Ja, dann werde ich der wieder prügeln. Na? Noch zwei. So geht's weiter. Und nächste Runde zahlt sich dann aus. Hm. Gö. Bitteschön. So. Ich würde am liebsten zusammenschieben. Ja, das glaube ich kannst, wenn du nicht bald was hast. Ich möchte was zum Vortellen. Nicht nur was zum Vortellen. Kein Vorteil. Ich habe einen Whirler Rogue. Hey, der macht Blocker. Ist richtig, aber die sind leider klein. Ja. Und schmächtig. Aber sie blocken was. Aber schmächtige Topter. So ist das. Zwei Stück davon. Dann geht's weiter. Da 6, 9, 12, 15, 18. Wäh. 23, 26, 29. Ich glaube, wir können es lassen. Ich glaub, aber spiel noch was. Na, warte mal, wie ist denn das? Du müsstest, wenn du die fettesten Blocks, die ich habe, das sind praktisch aber schau, ich stirb nächste Runde. Schau, wir flippen, ob es Cleansing Nova nein, ist. Nein, nein, das ist wurscht. Du stirbst die Runde, glaube ich. Weil das sind alle drei, hast du gesagt, oder? Ja, das sind alles drei Dreier. Das heißt, es sind 3, 6, also 12, 18, 18. Plus 6 und 24, das sind 24 Damage. Ja. Und ich zaug dir davon noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, ja, 8, passt. 9, 10, 11, passt, 12, 13 passt, Damage. Passt. Sehr gut. Aber ich glaube, dass ich nicht mal mit der ersten Hand mitspielen hätte können. Also gegen meine erste Hand hättest du locker gewonnen. Ja, gegen die, aber die gegen diese nicht. Also Powerball geht doch vor der Win. Ja, sag ja. Hoppala. Ja. Das muss mehr sein. Fast doppelt so viel. So, jetzt beginne ich wieder. Ja. Vielleicht einmal ohne Form of the Dragon. Das ist okay für mich. Ja, wenn es so rennt wie beim ersten Spiel, ist auch okay für mich. Nein. Wobei, ich meine, das Form of the Dragon war eigentlich ein 4-2. Nein, nein. Du hast einen Spell. Ja, ich habe halt zwei Karten wieder gezogen und das war. Ja. Es war. Okay, war eigentlich okay. Schade. Schade war's. Counterspell spielt dieses Deck nämlich nicht viele. Saw It Coming? Saw It Coming aus. Okay, dann ist. Dann würde ich nicht um den Counter-Spell herumspielen, wenn ich du bin. Nein. Ich würde aber auch nicht um den Wrath-Effekt herumgespielt, aber. Ja, ja. It was na, a mistake. Das zweite war gut. Alles auf die Hand geben. Ja, war auch das war auch gut, ziemlich ja. gut. Über mit den vielen 1-1 an. Ja. Ich habe ja gehabt, das auf der Hand, was allen Kreaturen plus 2 plus 2 ein Trempel gibt. Ja, das ist auch gut. Und auf das wollte ich halt, deswegen habe ich versucht zu swarmen. Ja, ich hebe ihn nicht ab. Ich heb's nicht. Das hat vorhin gut funktioniert, nicht abheben. Ich bleib beginne, dabei. Gell? Ja, ich hab's befürchtet. Ja, alle schöne Karten, aber kein Land. Oh, ich kipp's. Ich habe jetzt schon genug Länder und Spells und alles und scharf. So, willst du oder willst du nicht? Nein, ich will nicht. Sehr gut. Stich drüber. Gratis Mulligan. Guter Mulligan. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Bitteschön. Drei Tage wach. Go. Kein Einser-Drop. Schnüff. Das Deck spielt genau zwei Einser-Drops. Das finde ich echt erbärmlich wenig. Ja. Also nein, drei mit Soloing halt. Ist ein bisschen wenig, nicht? Schon. Kenzin ist schon ziemlich sick, gell? Ist ganz gut. Ich leg's drauf. Go.
Das werden wir gescheit spielen dieses Mal. Nicht wie der größte Trottel, sondern wie ein Halbtrottel, nicht? Ist okay. Zieh eine Karte. Passt. Warte, ich bin nicht fertig. Du vorteilst doch was, oder was? Nein, ich spiele noch Swift Football. What? Du musst mal schon auch was spielen lassen, ja, ich nicht? Lass dich hier was spielen. Spiel nur, wenn es klappt. Lass mich Spielung machen, ich lass dich hier spielen, Bruder. So, was spielen wir für 3? Spielen wir das. Mhm. Go. Und der Heinzi? Ja. Der gönnt sich Bock. Ja, hab ich befürchtet. Jups. Und fahrt mir einen aus dem Panzer. Fahrt ihr in Gesicht und dann kann ich einen Spell gratis vortellen. Das hättest du uns so machen können. Ja, mit Arm. Ja, mit Arm. Und dann krieg ich einen Spirit, weil ich eine Karte vortelle, nicht? Bitte, tun sie nur. Weil das ist wichtig. Spirit ist Spirit. Diese Gitti schon wieder. Ich krieg 2 Leben. Block den. Ja, passt. Ich hab 2 Leben gekriegt. Hat gezählt. Ja, verstehe. Go. Darf der nicht so gierig sein. Vielleicht blockst du auch mit dem, dann mach ich Welle auch noch. So. Nix, schwieriges ausspielen. Flickerwisp. Oh. Grausam ist der Mann. Kartenvorteil, wo geht? Angriff für 2. Yes, sir. End of turn. Yes, sir. Grüß Gott. Zieh 1 Karte. Ja, zieh's Karte. Was ist das? Was macht das? Whenever a creature you control dies, you gain 1 life and draw a card. Nein. Ist das denn ein Counterspell oder was? So ist es. Ah, oh, bitte, das ist wirklich. Ich hasse dich, wie ich nur jemanden hassen kann. Das ist aber nicht nett von dir. Aber ehrlich. Das ist aber nicht nett von dir, mein Freund. Fuck. Es war gut. Sag, wie es ist. Ich hätte da nicht mehr können, das wäre herumgespielt. Na, haben wir ja gesagt, das will ich nicht machen. Das ist wohl unnötig. Weil dann hätte ich jetzt einfach angegriffen, wenn es den blockst, ziehe ich wenigstens eine Karte, wenn es nicht blockst, ist auch gut. Ist richtig. Aber jetzt ist halt alles scheiße. Okay. Es tut mir jetzt leid. Okay, lüg nicht. Mhm. Nächsten Teil spiele ich dann halt das und das und. Bitte auf bessere Tage, oder wie? Ja, go. So, ich kontrolliere 5 Länder, nicht? Ja. Dann werden wir das mal. Zicke-zacke. Ja. Bitte zieh eine Karte, wenn du es glaubst. Ich glaube eh, aber hat nichts gebracht, nicht? Hätte ich mich ja gewundert. Greift dich der? Nur der? Also ich habe jetzt, kannst du gerne noch. Nein, der ist einmal okay. Wir warten. Wir warten, jawohl. Weiter geht's. Warten auf Godot. Dann würde ich gern Marvin ausspielen. Marvin? Und alle Elfen kriegen plus 1? Nein, gar nichts. Sie kriegt +1/+1 für jede Elfen, der nachher gespielt wird. Und dann spiele ich Elderfang Ritualist und kriege eine Marke. Okay. Und dann bist du. So, jetzt würde ich gerne was anderes als Länder ziehen. Sehr was? Land haben wir immer noch gespielt, nicht? Ja, würde ich auch machen an deiner Stelle. So. Ich würde einmal sagen, ich würde eine Flickerwisp auf die Hand. Nicht? Ja. Dann möchte ich gerne angreifen für 2. Also, 2. Okay. Dann möchte ich gerne Flickerwisp spielen, dann möchte ich gerne das Excel, einen dritten Spirit kriegen. Ja, und der Karte ziehen. Dann kommt der wieder zurück, dann ziehe ich eine Karte. Ja, verstehe schon. Okidoki. Ich verstehe schon, was du so machst und wie du dich unbeliebt machen möchtest.
spiele ich Sylvan Messenger. Das ich hoffe, dass der, die obersten vier Karten. Wieder was Orges. Ja, hoppala. Ah, der kriegt eine Marke. Zwei Elfen, wenigstens. Üff. Und zwei Länder runter, weil ich bin ein bisschen flutet. Sehr schön. So. Land habe ich noch keins gelegt. Nein. Dann nochmal ein Land. Dann spielst du einen lustigen. Warte mal. Dann ziehst du ein Land raus. Dann kriegst du eine Marke. Dann kannst du den anderen lustigen noch nicht spielen. Dann spiele ich den. Die Frage ist, ob ich nicht viel aggressiver spielen sollte. Ja, du lass dir Zeit, gell? Ich hab keinen Stress. Ich brauch sie. Die Zeit, die du mir gibst. So, die kriegt eine Marke. Gib mir die Zeit, ich brauche sie ganz dringend. Du hast ja genug Leute da. Die sind alle kleiner als. Nein, nicht alle, aber sie sind alle nicht berauschend groß, sagen wir mal so. Ja. Aber der ist gut halt, weil der die Leute blader macht. Blader macht, ja, der ist gut. Dann spielen wir gut den Mann. Mhm. Kriegt Marke. Wie ist denn das jetzt? Drei Einser, Einser, unpackbar. Das ist eine Armee von Hosengaxern, hat er da. So ist das. Bewegt ihr noch drei, vier Runden nicht, dann habe ich vielleicht eine Chance. Ich kooperiere mit mir. So, das ist alles gar nicht so lustig und einfach. Was machen diese Strunz? Ich weiß nicht, du hast doch Extra-Karten gezogen wie Sau. Ich habe gezogen zwei Extra-Karten mit ihm gerade. Sonst ja, nix. Ich habe leider sehr viele Länder gezogen. Das ist ein bisschen traurig, weißt du? Wie viele Länder hast du? Alle. Geht gar nicht, war zwei, vier. Bist du eins gelegt übrigens? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, oder? Ich habe kein Land-Top gemisst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7. Und du hast das gehabt, 8. Also, und du hast angefangen. Wahrscheinlich. Das heißt, du hast kein Land noch gelegt, ne? Ah, nein, ich habe ein Land rausgesucht. Dann hast du schon geklickt. Ja. So, ich werde mal angreifen. Bitte. In der Luft. 5, 7 für 10. Hast du den Dwarf jetzt gefunden, oder was? Nein, leider nicht. Für 10 in der Luft würde ich angreifen. Ja, passt, bin ich auf 24. Bleibt mir nichts anderes übrig. Also zu nehmen wie ein Mann. Und dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 1. Jo. Brech, würg, kurz. Okay, passt, verstehe. Moment, Moment, Moment. Dann kommst du. Dann probieren wir mal das. Bounty of Scamfa. Ich reveal die obersten 6 Karten und kann ein Land getappt ins Spiel und eine 11 auf die Hand davon nehmen. Ist nicht schlecht, oder? Die hätte ich lieber besteppert. Oh, okay, das kommt getappt ins Spiel, das ist einfach. Und was sind das für Elfen, dass du dich so freust? Ja, der ist Kater, die saugen an dir und der macht Token. Die sind alle richtig gut, der ist der einzige nicht gut. Dass ich den einen krieg, ist halt furchtbar, weil die anderen sind alle weg. So. Okay, ich glaube, die zwei sind leider machen zu wenig. The beginning of combat, you may pay. Okay, das ist beginning of combat. Kann ich die alle fetter machen? Ich kann den ausspielen.
Ich anfange und du hast Latte 1. 1 ist 6, 7 Power an Bord, mit anderen Worten. 7 Power. Ist leider nicht so viel. Naja, 7 Power ist nicht schlecht. Besser als ein Stein auf den Schädel. Korrekt. Problem ist, wenn du halt ein Removal hast, ist nur mehr halt nur so halb geil. Wie will ich das machen? Wie viel Mana habe ich denn noch? Drei, das Traurige ist, ich kann mit dem nichts machen derzeit. Du hast mich, ich bin auf 24, nur noch einmal, du hast nur mit dem bis jetzt angegriffen. Das heißt 6 Damage von dem und 20. Ich muss Commander Damage aufpassen. Ui, ja. Ah, gut, war 6 Damage, 10 Damage habe ich jetzt von ihm genommen. Okay. Ne? Offensichtlich. Wie viel 21 ist Commander Damage? Okay. Sehr gut, also 10 Damages. Ah, das haben wir vorher auch nicht aufgeschrieben bei ihr. Gut, aber vorhin. Das waren auch schon 6 oder so. Ja, ja, aber halt keine relevanten Größe. So, ich zeige jetzt meine Überlegungen. Bitte. Ich kann den nehmen, ihn ausspielen und noch einen Elfen nachspielen und habe einen Card Draw. Das heißt, ich kann vielleicht mich snowballen, was super wäre. Oder ich spiele den, knall ihn aufs Board, gehe in den Combat Step, fang an, Kreaturen so fett zu machen, dass du sie nicht totblocken kannst und schau einfach, dass ich den Combat Step gewinne. Was würdest du tun? Beides relevant. Ja, eben, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Die Sache ist halt, ich glaube, du bist damage-mäßig zu weit hinten, als dass du einzelne Kreaturen aufblasen kannst. Ich glaube es nämlich auch. Ich befürchte, dass ich aber Beast Beast bei und ich glaube, du musst halt den und musst halt Mass Pump finden, dass du das Combat gewinnst. Das wäre halt meine Herangehensweise. Ja, das Problem ist nämlich, dass es halt Doppel X kostet. Ja. Und ich habe nicht, ich meine, ich habe schon viel Mana, aber halt nicht so viel Mana. Gut, dann spielen wir halt mal Beast Whisperer. Danke. Dann legen wir Land. Und dann spielen wir den, ziehen eine Karte, kriegt eine Marke. Gut. Gut? Nein. Natürlich nicht. Die guten habe ich da alle runtergelegt und ziehe ich jetzt den schlechten. Offensichtlich. Ah, und verdammt habe ich auch noch. Ah, das kommt man. Das ist mir nicht ganz schlecht. Die 7. 7, 7. Sind die alle so wie sie sind oder sind die aufblasen? Die sind alle plus 1 plus 1. Durch ihn. Alle plus 1 plus 1. So. Passt, dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leben von ihm. Das war der Hauptgag. So, 33 sind das. 33. So. Das sind 8 Damage. Ich werde den einfach so blocken. Und da wäre ich 3 davor. Nein, so dumm. Ihn? Ja. Und 2 zusätzliche Buben. Okay. Na, aber das ist zu wenig. Er ist 4-3. Er ist 4-3, ja. Ihn und 2 zusätzliche Buben, ja. Passt. Dann würde ich den opfern, ihn regenerieren und halt ihn und einen Buben töten. Das ist nur 5 Buben. Wobei, eigentlich sollte ich. Wahrscheinlich sollte ich eigentlich 2 Buben töten, nicht wahr? Wegen der. Weil die Tafeln ist mir eigentlich wurscht, ich meine, die Power. Die sind auch 9-1. Das ist 1-3. Ja, eben, das geht. Das ist halt die bessere Karte. Die kann ich halt flicken. Ja, das ist recht, das ist flicken. Das ist erst dann, das ist recht, ja. Das ist eh schon. Passt, muss reichen. Ja, das ist halt blöd, dass ich 10 Damage mache und du kriegst halt wieder unendlich viel. Nein, jetzt krieg ich nur noch 8 Leben. Ich habe gerade einen geopfert, ne? Ja, ich muss das anders machen. Ich werde zuerst einen Maldrifter evoken. Evoke sogar? Ja. Oh, 1, 2. Die Gier ist ein Hund. Und nein, das ist keine Gier. Das hast ist den Wrath oder was? Nix Schierches ausspülen. Ich spiele Geist Anat Monk.
kriegt okay. zwei Spirits, 1-1er, und sie ist so groß, wie ich Kreaturen habe. Kreaturen hab. Dann werde ich ihr die Swiftfoot Boots geben. Scheiß mich an. Mhm. Jetzt haben wir da 10 Leute am Boden. Du musst halt urviel reinstellen. Dann werde ich mit 2, 4, 7 in der Luft angreifen und mit ihr am Boden und sie hat Vigilance auch noch. Die ist 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mhm. Eine absolute Lieblingskarte für mich. Und mit dem Stock auch noch. Entschuldigung. Das heißt, das wären jetzt 17 Schaden, oder wie? Ist das, ja. Das richtige in Erinnerung? Mhm. Na, warte. Das sind 7 und das, das sind 7. Das sind, nein, das sind mehr. Das sind 10, 11, 12, 13, 14, 15. 22. Ja. Also du solltest irgendwas vor sich hinstellen, nehme ich einmal stark an. Das Gute ist, sie kann alles blocken. Das ist gerade so wichtig. Das ist richtig zum richtig zum Kotzen. Mhm. Deswegen auch der Evoke, damit ich am Schluss noch die Swiftfoot Boots drauf equippen kann. Mhm. Verstehe ich, ja. Mhm. Und die 7 gehen? Ja, die gehen. Das sind ja alles Flieger, das soll ich machen. 6, 7, ich meine, das ist irgendwie Magic Removal Party oder ich weiß nicht. Ja, mit 0 Mana. Ich weiß nicht. Easy Clap. Vielleicht hast du hier was rausgezaubert. Naja, immer hier was rauszaubern. Na bitte. Wie ist denn das? Leider keinen Wert. Spiele ich Wood Elves. Kriegt die eine Marke. Mhm. Ich ziehe eine Karte. Mhm. Dann suche ich mein Land raus. Nimm. Jo. Die Trigger sind so rum. Cast, der ist ein Cast-Trigger. And put it onto the battlefield. Was halt bei diesem Spiel interessant ist, dass man beide Sachen an Bord haben. Weil normalerweise hat immer nur eine Sache an Bord und der andere verstirbt einfach dumm. Ja, ja. Jetzt werden diese Dinge interessant, weißt? Diese Flicker-Effekte. Letzte Runde habe ich 3 auf der Hand gehabt und keine Kreaturen und jetzt hätte ich Freunde, aber leider gut, keine dann Dinge. Spielen wir mal ein Land. Nein, spielen wir kein Land. Oder spielen wir Land? Nein, spielen wir kein Land. Acht. Fürs Leben. Fürs Leben greift der an. Mhm. Krieg ich 8 Leben? Sie würde ihn gern blocken. Jo, das hat mich befürchtet. Dann werde ich die opfern. Mhm. Und den auf die Hand nehmen. Mhm. Nicht so schlecht, oder? Schau mal. Dann wir kommen halt nicht weiter. Dann spiele ich die mit Scry. Mhm. Wie ist denn das? Spendcast, the creature spellcast. Das heißt, vor Dings Scry ich jetzt einmal. Mhm. Gut, das kommt runter, weil das ist kein Elf. Land? Ja, natürlich. Dann. Sehr schön. Geht der schon ganz der Gedanke? Ziehe ich eine Karte. Mhm. Also die kriegt eine Marke. So. Jetzt wird es kompliziert, dann oder? Decke ich die obersten 4 Karten auf. 1, 2, 3. 2 Kreaturen. Ja, aber das ist doch ganz gut, das oder? Das ist gut, ja, ja. Und Imperius Perfect und Sage ist auch nicht so schlecht. Die Sache ist, ich komme nicht gegen diesen Trottel da an. So, dann spielen wir für 3 Mana. Imperius Perfect. Ziehe ich eine Karte. Ja. Dann spielen wir für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen 8 Mann im Pool. Mhm. Spielen wir Average Art Street. Ziehe ich eine Karte. Kriegt ihr eine Marke? Jetzt wird es dann bösartig. Dann habe ich noch 5 Mana. Für 5 Mana spiele ich Reclamation Sage. Zerstöre ich das Swift Boot Boot. Ziehe ich eine Karte. Kriegt ihr eine Marke? Na, rennt doch eh alles optimal, oder? Meine letzten 4 draußen sind 4 Länder.
Ja, aber schau mal das Board an. Ja, das sind schon ganz viele Lords. Aber das sind schon ganz viele Lords. Schau, ich habe auch nur Länder auf der Hand. So, da darf man nicht weinen. Das ist Magic. Gut, dann habe ich noch zwei Mana im Pool. Ich noch zwei Mana im Pool. Ja, ja, hast du nur zwei Lords an Anfangszeit. Zwei Lords, okay. Nein, drei Lords. Der ist der dritte. Der ist auch ein Lord. Habe ich noch zwei Mana im Pool? Kann ich mit den zwei Mana irgendwas machen, was irgendwie sinnvoll ist? Kannst du mit denen auch noch Mana machen? Ja, ich habe wenigstens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kreaturen. Jetzt wird sich dieser Master Removal auszahlen. Ja, geh weg. Jetzt diesen Cleansing-Dingsbum. Wie viel haust du mich? Angreifen und Cleansing. Wenn du All-In gehst, bist du aber tot. Ja eben, ich kann nicht All-In gehen. Das ist der Trottel ist das Problem. Wenn ich den wegkriege, ist ja, ich tausche 6 Leben gegen eine Kreatur jedes Mal. Das ist halt auch nur so halb sexy. Ja, aber schau, du bist auf 34. Wie oft hat er jetzt schon angegriffen? Jetzt hat er noch einmal angegriffen. 8, glaube ich. 8 oder 10? Also ich glaube, er ist auf 10. Na, aber mal 10 war ja schon, dann ist er 12. Ja, 12 oder 14. Wir müssen das irgendwo aufschreiben. So, sagen wir mal 14 und hoffen, dass ich nicht an ihm sterbe. Das wäre echt zum Kotzen. Das ist mein Out gerade, weißt du? Ja, ich merke es. Ja, dann bist du. Weil gegen das Board gewinne ich wahrscheinlich nicht mehr. Hallo, du gewinnst einfach. Du hast den, der größte ist alles, was ich besitze. Einfach alles. Ich weiß nicht, ob das so leibend gerade läuft. So. Wir werden jetzt ein bisschen konservativer damit umgehen. Über den Damage gewinnen wir eh nicht mehr so. Sie greift an, obwohl wenn sie angreift, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es sind noch immer 15. 15. Ich versuche irgendwie einen Haufen zu kriegen, aber es gelingt mir nicht. 15. Na, du willst halt nicht auch deine Viecher dagegen tauschen. Obwohl, es sind gar nicht mehr so viel. Na, 15 ist schon viel. Die zwei greifen an, ja? Die zwei in der Luft nimmst, würde ich mal sagen. Du nimmst die zwei Commander Damage. Dann sind wir auf 16. Und was du mit 15. Das ist ja 15, 15 oder was? Ja, die nehme ich. Du weißt, dass du gleich wieder Retour kriegst. Ja, aus dem 32 hab ich bald eine Kreatur, die größer ist als deine. Bitteschön. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Dame hier? Ja, das ist mein Wunschkonzert zumindest, dass die größer wird. Wir müssen 2 in Damage noch durchbringen. 18, 20, ich muss 21 machen, gell? Wo sind die Fliegerpusher? Wo sind die Flickereffekte? Spiele ich den mit Scry zuerst. Mhm. Bleibt oben. Sehr schön. Dann ziehe ich eine Karte vom Dings und die kriegt eine Marke. Ja. So. Siehst du bist der Einzige, der spielt. Ich ziehe eine Karte, lege ein Land und greife an für 2 und sag weiter. Hallo, ich hätte nie gedacht, dass mein Deck das anspruchsvollere ist, unter Anführungszeichen. Ja, jetzt gerade schon, ja. Aber du siehst, es kommt darauf an, wie der Draw ist einfach. So. Das ist halt. Du hast 10 Trotteln, das ist halt ein Wahnsinn. Es ist halt bei diesen Pre-Constructed Decks immer die Sache, dass du halt wirklich gut ziehen kannst und du kannst auch wirklich random ziehen. Mit was will ich angreifen? Du kannst dein Deck nicht ausdünnen, du hast zu wenig. Na, du hast genug Draw-Effekte gerade. Ich habe einen, aber der ist halt ganz. Aber der ist halt richtig gut, weil der zieht halt pro Runde 2 Karten zusätzlich. Ich würde noch gerne ein paar Karten ziehen, aber ich schaff's nicht. Okay, das tut mir jetzt fast leid. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Oh. Ich habe sicher irgendwas übersehen und du auch, weil wir spielen schon so lange, wahrscheinlich müssen wir schon beide tot sein. Möglich. Es ist immer so, wenn man sich dann die Kommentare tut, da war das. Ich sage euch, wenn ihr selber spielt, seht ihr gewisse Sachen nicht. Nein, überhaupt, wenn ihr die Decks nicht kennt. Eh nicht. Das ist immer so. Weil du musst ja auch in einer gewissen Geschwindigkeit spielen, damit dem Zuschauer nicht unendlich fad wird. Ja, sag's mir nur. Ich weiß eh, dass das der unauffällige Hint war.
Du, ich hätte, wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es niemandem aufgefallen. Ja, ja, ja. Geht das, was ich mir so vorstelle? Zwölf. Zwölf Kreaturen. Das sind wieder zwölf Leben, es ist so wertlos. Ja, deswegen nehme ich ja deine wie ein Mann. Die Frage ist, wie groß sind meine Kreaturen? Ich ging plus 3 plus 3. Das ist echt nicht einfach. Ja, plus 3. Ne, 5, 6, 5, 4. Ich rechne es davor. 5, 5 und 5. Der kriegt nur plus 2, das heißt, der ist 5. Das heißt, in Wirklichkeit kann ich, zwei, nicht, ich kann nicht sinnvoll angreifen, eigentlich. 4. Noch immer nicht. Weißt du es jetzt? Und das ist halt richtig blatt. Das ist halt richtig blatt. Das ist 12, 13 plus 3, das ist 16. Das ist okay. Schon größer als 7. Also ich mache das jetzt so. Ich kann jetzt nicht mehr angreifen mit ihr. Mit wem? Mit ihr, weil du sie tot. Na, sie ist 13. Wicked! Danke für den Hinweis. Bitte gerne. Immer serviceorientiert. Wirklich wahr. Dann. Usual. Ich komme halt nie an dem vorbei. Ja, Gott sei Dank. Also wenn ich mit dem angreife, auch? Ja, dann will ich mir einen Spirit blocken, nicht? Das ist halt echt wertlos. Ich sterbe wahrscheinlich gegen den. Na, hoffentlich. Kann dich nicht killen, weil der alles blockt, na, weil du so viele Scheiße da hast. Hoffentlich. Ja, weißt du, wir machen das jetzt anders. Jetzt tagelt es aus, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Was kommt jetzt, Orges? Jetzt schießt das ab. Ich weiß halt nicht, ob das alles, was ich. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich da plan. Wenn ich der Judge wäre, würde ich dich jetzt dazu auffordern, etwas zu tun. Ich habe es ja jetzt schon ausgerechnet, wie groß die sind. Okay, weißt du was? Ich greife nur mit dem an. Ich gönne mir noch eine Runde. Ich block. Ja, ich werde den opfern. Ja. Und bevor. Also, warte mal. Ich werde das bevor angreifen, den opfern, weil dann kriege ich drei Elfen und dann kriege ich mehr Leben. 1, 2, 3. Dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Leben und ich muss noch drei Karten wählen. Und dann eins, kannst du einen zwei, opfern von den Schwarmis, ha? Nein, ich habe ihn geopfert für ihn. Achso, das ist vorher schon regeneriert, ja, oder was? Das Regenerationsschild aufgebaut, ist das schön heißt, ne? Hm. Und natürlich habe ich jetzt Leben dazu, nicht? 5, 10, 15, 15, 16. Schnüff. So. Toll. Dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Was? 14? Ja, 14, oder? 3. Dann habe ich dir zu viel Leben gegeben. 14, ja. Du hast mir wie viel gegeben? 16. Okay. 14. Dann spiele ich den. Mhm. Du verlierst 14 Leben. Mhm. Und ich krieg 14 Leben. Also 15 mit ihm, Entschuldigung. Sie kriegt wieder eine Marke und ich ziehe eine Karte. 15. 15, 15. Dann spiele ich eine Karte. Ja. Ein Land meinst du? Ein Land, Entschuldigung. Dann vorteile ich auch einmal. Cool. War gut. Dann bist du. Pump, Spell, Draw, Spell, Land. Weißt du, das leckt mich doch in Ohr. Erst, schau da mal, wie viele Karten ich habe. Weißt du, ich habe so viele Länder gezogen. Geh, sei still, wirklich. Ranzer. Angriff für 2 in der Luft. Ja. 18 Commander Damage. Ja, gut so. Ich bin wahrscheinlich tot, nicht? Bist du lang nicht tot. Und dann geht es weiter. Gut, dann nehme ich mal da dreimal in den Pool. Mhm. Ja, dreimal in den Pool. Mach mir ein 1-1er 11 Token. Mhm. Dann tappe ich 10 ungetappte Elfen, um dir 10 Leben zu nehmen, um mir 10 Leben zu kriegen. Und dann. Ui, das ist, wenn du das noch einmal machst ist halt, und angreifst, dann hast du schon. Gut, ich habe zumindest genug Blocker. Dann gehe ich in meinen Trost. Aber du kannst das ja noch einmal machen, nicht? Oder? Ja, ja, ich kann das jede Runde jetzt machen. Was? Das heißt, ich muss mit einem Boom-Spell gewinnen, ja? So.
Jetzt wieder noch 17 Karten. Dann spiele ich Outer Space. So. Jetzt spiele ich die. Scry ich zuerst. Das ist ein Elf, ich nehme, scheiß drauf. Dann machst ziehst dann eine, Karte, eine Karte. Dann machst du einen Elfen. Mach einen Token. Und nein, nein, warum? Der erzählt noch nicht für sich selber. Das ist ja anstrengend, lieber Kollege. Dann spiele ich für 3 Mana ihn, kriege einen Elfen, der kriegt eine Marke und ich ziehe eine Karte. Dann lege ich ein Land, weil ich hab's ja. Nicht schlecht, nicht? Wenn ja, das heißt, weißt du, wer gewonnen hat? Den, wo wir drüber geredet haben, der hat's gewonnen. Ja. Ohne den hätte ich es gewonnen, aber mit dem ist jetzt wenn du den anderen genommen hättest, wäre es falsch gewesen. Aber so war es genau das, was du braucht hast. So. Aber es ist ja eigentlich auch schön, wenn man sieht, dass man darüber reden, das Richtige wählt, nicht? Ja. Dass man nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen dann ist. Dann werde ich den tappen und mir 1 Million Mana machen. Ich habe keinen wie viel, aber es wird ausreichend sein. Ja. Und den spielen. Also ich müsste mir die Mana wirklich zählen, gell? Weil vielleicht ziehe ich ja weitere Kreaturen. Das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mana. Nehme ich 6 Mana davon, habe ich noch 13 Mana, ziehe eine Karte gegen 11, die kriegt einen Token. Na schön. Habe ich noch 13 Mana. Ach, dann willst du doppelt Elfen tappen? Ah, das geht nicht. Das geht nicht, leider. Gott, ich muss was anderes, ich suche was anderes halt. 13 Mana, nehme ich 2 schwarze und 3 von den Manern habe ich noch. 10 Mana, kriege ich einen Elfen, kriege ich den Market, ziehe ich eine Karte. Cool, ne? So, at the beginning of each player's upkeep, that player sacrifices a non-elf creature, so by the way. Das heißt, da kannst du dann auch was opfern. Gut. Das werde ich dann machen. So, ich habe noch urviel Mana. Dann werde ich mit einem Mana mir noch so einen Elfen machen. Weißt du, was ich mir wünsche? Einen Pump-Spell. Ja? Damit deine ganze Ding umsonst war. Das wäre richtig lustig. Sagst du so, wie es ist? Lustig ist ein weit zu greifender Begriff, gell? Also für mich wäre es lustig, über einen Commander Damage gewinnen. Das wäre was Neues, habe ich noch nie gemacht. So, was ist denn alles? Ist das Summoning Sickness? Der hat Summoning Sickness, gell? Ja, die sind, und da haben da ich 4 Tokens oder so, habe ich 3 schon oder so waren. Ja, 4, drei einer von dem. Da, ja. Das ist Summoning Sickness. Also wenn ich alles nach rechts drehe, schaut das so aus mit Rechtsdreher. Habe ich noch 8, das heißt, ich muss noch 2 daheim lassen. Das heißt, in den Kartenzieher, den und whatever, den. Dann könnte ich mit denen allen angreifen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Angreifer und du hast mehr Blocker. Mhm. Passt, interessiert mich nicht, bist du. Fußball. Ah, ich hätte noch was ausspielen können. Egal. Ja, du hast gewonnen. Ich habe leider nur ein neues Land gezogen und ich habe 2 Länder auf der Hand. Ich habe 2 Länder und Solring auf der Hand. Und ich ziehe wieder Land. Na, das war leider nichts. Aber weißt du, was meine Vorteilkarte war? Das Removal für ihn. Ach so. Falls wirklich so weit kommt. Schleicht sich. Sehr die schön. Elfenarmee gewinnt. Aber geiles Spiel. Urlustig. Aber lustig war es. Ja. Ja, dann sehen wir uns bei der Analyse, nicht? So jawohl. Ist wir sind zurück mit der Analyse der beiden Commander-Decks. Elfish Empire und, wie ist das andere? Ich habe schon weggeräumt. Sehr schön. Ich habe so viele rausgegeben, aber ich kann mich nicht erinnern, wie es geheißen hat. Ja. Phantom. Irgendwas. Ja. Beide sehr schöne Decks. Fanden wir sehr gut. Ich habe es auch während des Spielens schon gesagt, dass wir schon sehr lange diese vorkonstruierten Decks spielen und eigentlich werden sie immer spannender, also von Anfangsdecks, wo es einfach Deck A, Deck B den Schädel einhaut, bis hin jetzt, wo wir wirklich Interaktionen haben, wo die Decks eigentliche Interaktionen in sich selbst haben. Ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Ganzen. Ja. Für Einsteiger, entschuldige, du darfst gleich reden. Ja, du noch. Jetzt heute rede ich einmal. Für Einsteiger finde ich auch ganz gut konzipiert, obwohl Wizard kommuniziert ja, dass Commander das Einsteigerformat ist und der Patrick und ich spielen halt doch sehr lange und es war für uns trotzdem teilweise kompliziert, am Board State zu erkennen, was richtig ist oder auch die Interaktion der Karten miteinander.
Ja. Also man darf's. Also man darf's. Ich hab Man Zeit. sollte diese Decks wahrscheinlich auch des Öfteren spielen. Einmal spielen und weglegen ist es nicht, weil man einfach zu wenig gesehen hat damit. Jetzt darfst du. Sehr gut. Aber dann packe ich gleich beim letzten Punkt an. Für einmal spielen und weglegen sollte man sich überhaupt kein Deck kaufen, finde ich. Dafür ist es so gut. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe es beim Unboxing gesagt, dann weißt du nicht, dann sage ich es dir jetzt, damit du es auch nochmal hörst. Bitte, ja, unbedingt. Ich habe das Gefühl gehabt, beim Unboxing, also ich konnte nicht sagen, welches der zwei Decks besser ist und ich kann es auch immer nicht sagen. Und Nein. das ist, glaube ich, das eins der allerseltensten Mal, dass mir das passiert bei Precon-Decks. Jedes Mal denke ich mir, okay, offensichtlich ist das eine Spur stärker im One-on-One zum Beispiel bei den Commander-Decks. Oder offensichtlich ist das eine Spur besser von den Planeswalker-Decks früher. Aber da, die sind beide wirklich grundsolide. Deins, ich finde deins noch immer interessanter zum Spielen, glaube ich. Wobei Ja. meins jetzt mit 1000 Trigger auch ganz cool war, Ja. ja, zum Schluss. Und ich gewonnen habe, das ist überhaupt das Allerbeste. Es ist immer das Beste, wenn du Allerbeste, gewinnst, genau. oder? Natürlich. Aber ich finde es halt cool, dass sie so ausgewogen waren. Ja, du kannst in die Breite gehen, damit kann ich halt nicht dich swarmen. Dann hast du aber Flieger, ich habe aber Bordtricks, du hast Removal, ich habe Removal. Das ist richtig, also richtig coole Decks. Ich finde es mal auch schön gesehen. Also sehr, sehr gut, ja. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch. Schöner Abschluss. Ich würde sagen, Ja. probiert es aus. Jawohl. Es sind ein paar coole Karten drin, gibt ein paar neue Artworks, die schauen auch gut aus. Also für jeden was dabei. Dann danke fürs Spielen. Gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten und uns jetzt auch wieder unter allen Vorlagen, Auflagen. Auflagen im Spielraum in Wien antreffen. Jawohl. Danke fürs Zuschauen. Ciao, aber. Und nächste Woche gibt es das Ganze dann schon das Vorplayer gegen. Was spielen die anderen zwei? Die vom letzten, die letzten Die vom Zendikar?